Da gibt's überhaupt keine Frage. Hit and Run war von Grand Theft Auto 3 inspiriert. Dem Publisher haben wir das Spiel vorgeschlagen als GTA für Kinder. Oh, ich wollte eine Erdnuss. Und so wird ein Kultspiel geboren. The Simpsons Hit and Run ist ein GTA-Klon mit Springfield-Skin und die beliebteste Simpsons-Versoftung überhaupt. Zumindest, wenn es nach Metacritic geht. Statt mit Tommy Vercetti oder Nico Bellic seid ihr hier als Homer, Bart und Lisa unterwegs. Trotzdem hat das Simpsons GTA alles, was ihr von einem Grand Theft Auto erwarten würdet. Au, meine Eierstöcke! Es gibt ein vollständig erkundbares Springfield. Wow, geil! Ihr könnt in jedes Auto einsteigen. Verzieh dich auf den Bürgersteig! Und natürlich jede Menge Unsinn anstellen. Schnell zurück mit dem Zeug, bevor die Bullen mich festnehmen, während ich Selbstgespräche führe. So lange, bis euch die Polizei dicht auf den Fersen ist. Na gut, erwischen sie euch, droht nur ein Strafzettel. Wir reden ja immer noch von einem Spiel für Kinder. Hey, hey Kinder! Ich werbe für eine neue Cola! Und diesmal ist sie sicherlich nicht giftig. Aber dafür könnte die Story direkt aus einer der guten alten Simpsons-Staffeln stammen. Denn eine wahnwitzige Mission jagt hier die nächste. Die Simpsons Hit and Run präsentieren wir euch zusammen mit TikTok, unserem Partner für Gentle Freshness. Vielen Dank an TikTok für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter in Springfield. Fans lieben Hit and Run bis heute, aber trotzdem gab es nie ein Remake oder gar einen zweiten Teil. Ein Grund dafür mag die komplexe Rechtslage sein. Laut Lead-Entwickler Joe McGinn ist das Copyright verteilt auf Activision, Gracie Films und vielleicht auch EA, die sich 2005 die Exklusivrechte an der gelben Familie sicherten. Trotzdem, ich würde es liebend gerne sehen, sagt McGinn. Und nicht nur er. Wenn's sonst keiner macht? Ah yes, The Simpsons Hit and Run. This game means a lot to me, and if you grew up in the early 2000s, it probably means a lot to you as well. Denn ein Fan aus Neuseeland hat genug vom Stillstand an der Simpsons-Front und nimmt seitdem das Remake in die eigene Hand. Do you guys see how nice that looks? Oh yeah. Dabei fing alles ganz klein an. Am 15. August 2021 veröffentlicht der YouTuber Roops ein Video mit dem Titel wie ich die Simpsons Hit and Run in nur einer Woche geremaked habe. Sowas macht er häufiger. Roops ist Hobbyentwickler und zeigt auf seinem YouTube-Kanal regelmäßig solche selbstgebauten Mini-Remakes. So entstanden zum Beispiel auch Neuauflagen von Skyrim oder Call of Duty Modern Warfare 2. So, how do we add shooting to the weapons? Zu Beginn soll das Simpsons-Video hier eigentlich nicht anders sein. Roops nimmt sich das Spiel vor und versucht es innerhalb einer Woche so gut aufzupolieren wie möglich. Er importiert die Map in Unreal Engine 5 und remastert sie von Grund auf mit neuen, hochskalierten Texturen. Er fügt ein neues Charaktermodell für Homer ein und baut die wichtigsten Features des Spiels in Unreal nach. So kann Homer nun eine brandneue Version der berühmten Simpsons Familienkutsche durch Springfield fahren, aufpolierte Exemplare der Buzz-Cola-Sammelkarten suchen und beim Quickie-Markt erneut Apus geheimen Dachgarten erkunden. Hierhin ziehe ich mich zurück, wenn ich Zuflucht suche vor der modernen Welt. Oder wenn ich umsonst Filme im Autokino sehen will. Roops baut außerdem die erste Mission des Spiels nach und platziert rudimentär KI-gesteuerte Autos in Springfield, so dass die Stadt belebter aussieht. Er ergänzt sogar eine First-Person-Sicht und macht es möglich, das Auto selbst in der Luft noch zu steuern, ganz wie im großen Vorbild GTA. Roops Videos sind einfach faszinierend. Selbst wer in seinem Leben noch nie auch nur eine Zeile Code geschrieben hat, bekommt hier die Möglichkeit, wie ein Entwickler auf seine Lieblingsspiele zu schauen und erhascht so einen intimen Blick hinter die Kulissen der Games-Entwicklung. Für Roops wäre das Simpsons-Video dabei wahrscheinlich nur ein Projekt von vielen gewesen. Doch vielleicht ist es die bekannte Marke, vielleicht die lange Zeit, in der Fans nun schon nach einem neuen Simpsons-Spiel dürsten, doch das Video geht durch die Decke. In nur 2 Wochen erreicht Roops 4 Millionen Aufrufe. Und selbst Lead-Entwickler McGinn wird auf das Video aufmerksam. Er kommentiert: Unglaublich, was du erreicht hast. Das gibt einem wirklich einen Geschmack dafür, wie ein vollständiges Remaster aussehen könnte. Beeindruckende Arbeit. Und Roops ist mindestens genauso begeistert. Er fasst große Pläne. Was wäre wirklich möglich, wenn er mehr Zeit in dieses Remake investiert? What could I do if I took my time? Online Co-op? Could I make it open world? What is truly possible? Well,
I guess we're gonna find out. Und wie wir das herausgefunden haben. Mit dem Hit-and-Run Remake 2.0 beginnt Rubes eine epische Videoserie, die mittlerweile über 3 Stunden in 9 Folgen umfasst. Und es ist beeindruckend, was Rubes geschafft hat. Angefangen mit der Die Open World. Als Hit-and-Run 2003 erschien, war eine frei begehbare Open World ohne Ladepausen auf PS2, GameCube und Co. noch lange kein Standard und technisch alles andere als leicht umzusetzen. So. Spiel zu Ende. Bitte nochmal 40 Quarter einwerfen. Das ist doch glatter Betrug! Deswegen bedient sich das gelbe GTA eines kleinen Tricks. Statt uns frei nach Lust und Laune durch ganz Springfield düsen zu lassen, wechseln wir im Verlauf der Geschichte den Charakter und erkunden mit Lisa, Bart und den anderen immer nur einen Teil der Spielwelt. Hey, achtet auf meinen Auspuffqualm! 20 Jahre später sieht das anders aus. Rubes will den Traum eines Open-World-Springfields endlich wahrmachen. Für sein Remake baut er dabei auf die Arbeit eines Modders namens Kolu auf. Der hat bereits eine verbundene Version der 3 einzelnen Maps des Spiels gebaut, die Rubes als Grundlage dient. Die riesige Connected Map in die Unreal Engine 5 zu importieren, dauert dabei geschlagene 20 Minuten. Wow. Aber direkt danach kann Rubes bereits mit Unreals Beispielauto durch das detexturierte Springfield fahren. Ein erster Erfolg. I cannot believe this. Like, this is the Simpsons Hit and Run. I did this in like an hour. I honestly thought this would have taken a week to get to like this point. Von da an krempelt der Hobbyentwickler die Spielwelt um. Damit Springfield lebendiger aussieht, bevölkert er die Stadt mit Bäumen. Mit Unreals Wassertool wird aus Springfield außerdem eine Insel. Das mag jetzt nicht akkurat gegenüber der Serie sein, macht den Remaking-Prozess aber erheblich leichter, weil außerhalb der Stadtgrenzen dann nichts modelliert werden muss. Außerdem, es weiß doch eh niemand so genau, wo Springfield liegt. Die 4 Staaten, die an Springfield angrenzen: Ohio, Nevada, Maine und Kentucky. Oh ja! Ein echtes grafisches Glow-Up erfahren dann die Texturen. Mithilfe einer künstlichen Intelligenz skaliert Rubes die nämlich allesamt hoch. Mit beeindruckenden Ergebnissen. Look how much better that looks. Oh my goodness. Doch die hochskalierten Texturen sind nur der Anfang. Über YouTube findet Rubes eine kolumbianische Künstlerin, die an ihrem eigenen Hit-and-Run-Remake arbeitet. Nach ein paar anfänglichen Problemen mit der Sprachbarriere arbeiten Corilon und er fortan zusammen. Die Designerin baut nun Stück für Stück jedes Haus in Springfield neu und versieht es mit schicken 4K-Texturen. Highlights sind das Heim der Simpsons. Here's the old one. You can see it's pretty blocky. Mr. Burns Villa. Und natürlich der Quickie Mart. Ob Iglu, Hütte oder Zelt oder auch der größte Kuppelbau der Welt, nicht einen Ort gibt's, den ich kenne, den lieber mein Zuhause ich nenne. Zusätzlich fügt Rubes dem Spiel auch neue Features hinzu, die im Original nicht drin waren. Es gibt jetzt dynamisches Wetter und einen Tag-Nacht-Zyklus. Nur für den Gag fügt Rubes außerdem ein Nordlicht in den Nachthimmel ein. Simo, das Haus steht in Flammen! Nein, Mutter, das ist nur das Nordlicht. Oh, und Raytracing hat das Spiel natürlich auch. Dafür braucht es schier unglaublichen Kraftaufwand von Rubes. After 20 hours of grueling work, I managed to enable RTX. Just kidding, I just clicked this checkbox here. Nun. Doch egal wie aufwendig das Raytracing wirklich war, es sieht echt verdammt schick aus. Etwa hier im Atomkraftwerk. Oh, dude, it looks so good. Wieder ins Remake schafft es außerdem der First-Person-Modus. Mit dem kann Rube Springfield nun direkt aus Homers Augen betrachten. Die Kamera wird generell freier und lässt sich extrem weit herauszoomen. Die Vogelperspektive bringt Rubes dabei auf eine Idee. Es gab dann auch noch so ein anderes Autoklau-Spiel, das jedes Mal eine Vogelperspektive einsetzt, wenn man den Charakter wechselt. We are Scooter Brothers! Scooter Brother! Diese Animation baut Rubes fast 1:1 nach. Und wo wir gerade beim Thema sind, was wäre ein Grand Theft Auto-Klon ohne Autos? Autos und NPCs. Auch bei den Gefährten kann Rubes auf Unterstützung von der Community bauen. Ein Fan seines Projekts schickte ihm eine völlig neu gestaltete Version des Simpsons Familienautos, das bedeutend besser aussieht als das 20 Jahre alte Originalmodell. Wir präsentieren Ihnen das Auto für den Durchschnittsmenschen, den Hummer. Oh,
Derselbe Fan liefert dazu auch den Raketenwagen an, der im ersten Spiel ein verstecktes Easter Egg war. Solange ich gesund bin und meine Millionen Dollar besitze, dazu mein goldenes Haus und meinen Raketenwagen, brauche ich überhaupt nichts. Ja. Dazu kommt auch der Honor Roller zurück. Eine Seifenkiste von Martin Prince, in der Bart gegen Nelson gewinnt. Auch die Autos bekommen von Rubes eine First-Person-Perspektive spendiert. Dabei muss man vielleicht nochmal erwähnen, dass hier wirklich vieles komplett neu gebaut werden muss. Allein die Einsteigeranimation für Homer kostet Rubes 3 Stunden Arbeit. Sometimes in game development, like the smallest feature can take ages, like getting this animation of Homer getting in the car, which still isn't perfect by any means. Honestly, that took me like 3 hours. Die Gefährte der Charaktere sind dabei nur eine Sache. Damit Springfield belebt aussieht, braucht es schließlich auch NPC-gesteuerte Autos. An die setzt sich Rubes als nächstes. Mithilfe eines Tools von seinem Kumpel Sam kann er die Lauf- und Fahrwege der NPCs aus dem Originalspiel importieren. Dabei fallen witzige Tricks der Entwickler auf, wie zum Beispiel, dass kein NPC jemals einen Bürgersteig ganz zu Ende läuft, sondern alle immer nur auf vorher ausgewählten Bürgersteigsegmenten hin und her spazieren. Solche Abkürzungen nehmen die Entwickler auch an anderen Stellen. Witzig ist zum Beispiel, wie der Perspektiveneffekt an dieser Brücke funktioniert. So many funny little tricks that they used, like if you look at these houses, they get smaller and smaller to give the impression of being really far away. It kind of works. Die NPCs importiert Rubes einfach direkt aus dem Originalspiel. Zu Anfang sehen die noch sehr roh aus. These might be the derpiest looking characters in existence. Like this is PS1 Ron Weasley level of graphics. I'm off to murder someone. Auch hier wird sich später sicher noch was tun. Für die Passanten lässt Rubes sich ein cleveres System einfallen. Sein Code wählt einen zufälligen NPC aus der Datenbank und platziert ihn auf dem festgelegten Pfad. Spawnt er jedoch alle Figuren gleichzeitig, bricht die Framerate ein. I'm gonna hit play and spawn pedestrians into the entire world. 10 FPS. Deswegen unterteilt er die Welt stattdessen in Zonen. So spawnen Figuren nur in der Nähe des Spielcharakters und der Rest der Welt bleibt leer. Exakt dasselbe System sorgt auch dafür, dass Straßenlaternen nur in der Nähe der Spielfigur leuchten. Für Probleme sorgt anfangs das Physiksystem der Autos. Wird ein NPC von Homer angefahren, passiert das hier. Stattdessen programmiert es Rubes nun so, dass Figuren automatisch um unser Auto herumlaufen und ein Rempler sie nicht gleich in die Stratosphäre schickt. Aus dem Original erhalten bleibt außerdem, dass NPCs zappeln wie die Fische auf dem Trockenen, wenn sie angefahren werden. Und auch die Car-Surfing-Animation schafft es in Rubes Remake. Oh yeah. Die Wegfindungs-KI der Autos macht anfangs noch Probleme. I'm trying to get the cars to turn and it seems like they just turn forever. They just never think that they get onto the road. Aber auch das bekommt Rubes in den Griff. Und zusammen mit den neu designten Ampeln und den vielen NPCs sieht Springfield auf einmal richtig lebendig aus. Na los, bleib gelb, bleib gelb! Missionen. Nun kommen wir zum eigentlichen Fleisch des Spiels, den Charaktermissionen. Aktuell ist Rubes hier schon weit gekommen. Für Homer und Bart sind sämtliche Quests fertig. Ob er für dieses Hobbyprojekt jemals alle Missionen fertigstellt, bleibt fraglich. Aktuell sind wir bereits bei Episode 9 seiner Videoserie angelangt und Rubes hat angekündigt, nur noch eine weitere machen zu wollen. Auf der anderen Seite ist Hit & Run auch dafür bekannt, seine Mechaniken gegen Ende des Spiels zu recyceln. Die meiste Arbeit sollte also schon getan sein. In diesem Abschnitt des Videos wollen wir euch beispielhaft ein paar der fertigen Missionen zeigen. Angefangen bei der allerersten, dem Tutorial. Die Tutorial-Mission hatte Rubes schon in seinem einwöchigen Remake gebaut. Hier muss Homer zum Quickie-Mart fahren und Eiscreme besorgen. Ich suche etwas, das man auf ein Dessertbrötchen legen könnte. Die Questlogik dafür programmiert Rubes in seinem eigens entwickelten Narrative-Tool. Hier lassen sich die Kausalketten wie auf einer Mindmap zusammenklicken und die originalen Audioclips aus dem Spiel werden hinterlegt. Bei seinem Remake in einer Woche hielt Rubes sich noch sehr eng an das Original. Der Quickie-Mart ist hier ein eigenes Level, das erst nach einer Ladepause betreten werden kann. Im neuen Open-World-Hit-and-Run soll Apus Laden diesmal aber nahtlos betretbar sein. Corylon baut dafür ein komplett neues Quickie-Mart-Modell, das innen zwar nicht texturiert ist, aber nun völlig ohne Ladepause auskommt.
Hier mal die Quest im direkten Vergleich mit dem Original. Romy, jemand hat sämtliche Desserts im Haus aufgegessen. Du musst in den Supermarkt fahren und dieses Eis mit Krokant kaufen. War bestimmt eins von unseren Kindern. Wahrscheinlich Milhouse. Oh, ich wollte eine Erdnuss. Ich weiß nicht. Hey Apu, gib mir die Cola und dazu noch einen Eimer Eiscreme mit Krokant. Die nächste Quest ist die erste richtige Mission des Spiels. SMRT. Die hat man in Deutsch aus irgendeinem Grund mit RAFNIRT übersetzt. Dabei bezieht sich der Titel doch eindeutig auf diese Szene. Ich bin so klug! Ich bin so klug! Ich bin so klug! K-L-U-K! Ich bin K-L-U-G! SMRT ist die erste Rennmission des Spiels. Homer muss hier Lisas Wissenschaftsprojekt rechtzeitig zur Schule bringen, bevor Direktor Skinner ankommt. Das Schwierige hier ist, ein tatsächliches Rennsystem zu bauen, mit dem Skinner Homer verfolgt. Sein Auto muss aggressiver fahren als die anderen KI-Wagen, anderen Autos ausweichen und es braucht ein Tracking-System, das anzeigt, wer vorne liegt. Mit seinem Narrative Editor baut Roops die Dialoge zum Beginn der Quest. Skinners Modell wird aus dem Spiel gegriffen und in HD remodelt. Auch Lisas Wissenschaftsprojekt ist jetzt im HD-Zeitalter angekommen. This probably took like 2 hours to make, so shout out to Sam for remaking this asset. Das eigentliche Rennsystem ist dann recht simpel. Roops erstellt eine Liste von Straßen, denen Skinner auf dem Weg zur Schule folgt, setzt einen Spawnpunkt für Skinners Auto und... Oh God, what are you doing? Alright, we can fix that. Whatever, he made it to Springfield Elementary, alright. Immerhin erreicht Skinner jetzt die Schule. Besonders schwer ist das Rennen aber nicht, denn sein Auto basiert auf dem normalen Verkehrssystem, das auch alle anderen NPCs benutzen. Und die fahren ja kein Rennen. Skinner muss also schneller fahren. Er darf aber auch nicht aus der Kurve fliegen. Das richtig hinzukriegen ist gar nicht mal so leicht. Oh, come on! Doch am Ende klappt es. Writing the code, detecting the corners, Skinner needs to slow the hell down. Roops erhöht Skinners Grundtempo und baut eine Art Kurvenerkennungssystem. Das misst die Ausrichtung von Skinners Wagen und der Straße vor ihm als zwei Pfeile. Weichen die zu weit voneinander ab, bedeutet das, eine Kurve steht bevor. Und Skinner bremst ab. So wird er in Kurven langsamer und steigt auf gerader Strecke wieder aufs Gas. Dazu kommt ein Tracking-System, das die Entfernung der Kontrahenten zur Schule misst. Hier noch einmal Original und Remake nebeneinander. So ist das, wenn man die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreitet. Tempolimit. Das war Bart. Diese beiden Missionen sind nur zwei Beispiele dafür, wie viel Aufwand Roops betreibt, um Hit and Run Stück für Stück in Unreal nachzubauen. Und dabei haben wir euch noch nicht mal alles gezeigt. Natürlich feiert auch das namensgebende Hit and Run System seine Rückkehr. Sprich, wenn ihr zu viel Mist baut, verfolgt euch die Springfielder Polizei und brummt euch ein Bußgeld auf. Außerdem ist Roops Remake sogar mit VR-Brillen kompatibel. I'll tell you what you do get in VR. You really get the sense of scale. And you also feel like you need to vomit at all times. I feel so sick. Aktuell hat Roops ungefähr ein Viertel des Spiels fertiggestellt. Alle Quests der ersten beiden Segmente mit Homer und Bart sind spielbar. Der Weg dahin war aber alles andere als leicht. Mehrmals stürzt Roops das gesamte Projekt ab und er bekommt es nur mit Mühe und Not wieder hin, es zu öffnen. Einmal fixt er sogar selbst einen Bug in der Unreal Engine, um endlich weiterarbeiten zu können. Hey Epic Games, I fixed this bug. Please give me a job. Doch das Ergebnis kann sich sehen lassen. Roops Hit and Run ist schöner denn je. Tja, und das bringt uns zum traurigen Ende dieses Videos. Fazit: Einen Teil von Roops Reihe haben wir euch bisher nämlich noch nicht gezeigt. Den kleinen Hinweis, den er jedem seiner Remake-Videos voranstellt. Das hier ist ein Fan-Remake für Unterhaltungszwecke. Dieses Spiel wird niemals zum Download verfügbar sein. Und damit sind wir wieder am Anfang. Denn natürlich hat Roops nicht die Rechte an seinem Spiel und darf seine Arbeit nicht zum Runterladen ins Netz stellen. Aber verdammt ist das schade. Ein kommerzielles Hit-and-Run-Remake würde nämlich sicher gut ankommen. Die Kommentare unter Roops Videos sind voll mit Bitten an EA, diesen fähigen Hobbyentwickler einzustellen.
Electronic Arts haben seit Hit and Run selbst nämlich nur einen weiteren Simpsons-Titel herausgebracht. Die Simpsons das Spiel von 2007. Das war eine spaßige Parodie auf die Videospielbranche, die im Umfeld des Simpsons-Kinofilms erschien. Das Spiel erntete damals allerdings Kritik für seine schwache Kamera und ungenaue Steuerung. Eine geplante Fortsetzung wurde 2011 gecancelt. Stattdessen veröffentlichte EA 2012 den Simpsons City Builder Tapped Out für Smartphones. Der erfreut sich bis heute großer Beliebtheit und zählt allein auf Android über 100 Millionen Downloads. Radical Entertainment, die Macher des originalen Hit and Run, wurden derweil 2012 effektiv geschlossen. Ihr Superhelden-Open-World-Nachfolger Prototype 2 hatte sich schlecht verkauft. Ach, all diese widerlichen neuen Superhelden, von denen kann sich keiner mit Radioactive Man vergleichen. Daher wurden massiv Stellen gestrichen und das verbliebene Kernteam hilft seitdem bei anderen Projekten von Eigentümer Activision. Gerade stehen die Chancen für ein offizielles Remake also schlecht. Auf der anderen Seite, Activision soll ja im Moment an Microsoft verkauft werden. Vielleicht dringt das neue Interesse an den Simpsons dort ja auf mehr Zuspruch. Uns würde es auf jeden Fall freuen.